Unternehmensgründung durch Wissenschaftler. Diese Möglichkeit der Mitwirkung einer Universität an der technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ist nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch für Europa noch relativ neu. Die Hochschule sieht sich in einer neuen Rolle, die sie im Rahmen unserer gemeinsamen Verantwortung für die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen übernimmt. Technische Universität hatte traditionell eine Vielzahl von Kontakten zur Industrie, was sich in einem steigenden Umfang der industriell finanzierten Forschung an der Technischen Universität ausdrückt. Die neue Aufgabe besteht jetzt darin, nicht nur für einen Know-how-Transfer zu sorgen, sondern auch die organisatorischen, räumlichen und technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit neue Firmen auf der Basis neuer Technologie entstehen können. Die Universität als Forschungspartner eines Unternehmens, das ist heute nicht mehr neu. Neu ist aber, dass die Hochschule eine schützende Hand über die schwierigen Gründungs- und Entwicklungsjahre eines Unternehmens hält. Hier beginnt eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Die Technische Universität Berlin mit ihren über 5000 Mitarbeitern nutzt ihre Möglichkeiten, um außerhalb ihrer traditionellen Aufgaben in Forschung und Lehre ein Stück Zukunft zu gestalten. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Studentinnen und Studenten des Collegium Musicum geben mit Bedauern bekannt, dass aufgrund des Umfanges der zu erwartenden Mittelkürzungen im Bildungsbereich der Rest dieser Ouvertüre eingespart werden muss. Ich danke Ihnen. Vielen Dank an das Collegium Musicum. Ich bedauere, dass wir den Schluss nicht hören konnten. Ich hoffe, dass das Land Berlin wieder Zeiten erreichen wird, in denen wir ein Musikstück vollkommen hören können. Nun kommt in Berlin die Besonderheit hinzu, dass aufgrund der bekannten finanziellen Situation des Landes Berlins von den Universitäten eine sehr viel stärkere Abstimmung in der jeweiligen Erfüllung ihrer Aufgaben gefordert ist. Das fordert die Universitäten heraus, dieses zu überprüfen. Und ein Teil dieser Überprüfung ist natürlich die Definition des jeweilig eigenen Profils. Wenn dieses für alle drei Universitäten unterschiedlich ausfällt, resultiert daraus eine Arbeitsteilung, die von allen drei akzeptiert wird. Wenn diese Abstimmung, das wäre ja ein optimales Ergebnis, wenn diese Abstimmung nicht sofort zu einer Konkurrenz führt, ist dies der Ausgangspunkt für einen Diskussionsprozess, der nicht ganz einfach sein wird. Die Weichen für die Zukunft an der Technischen Universität sind gestellt. Nun gilt es, den Zug in die Zukunft abfahren zu lassen. Das bedeutet, Personen für die Universität zu gewinnen, die die Visionen in Realitäten umsetzen werden. Dies wird geschehen durch Neuberufung von hochqualifizierten Professoren. Die Voraussetzungen sind sehr günstig dafür, denn aus Altersgründen scheiden mehr als 50% der Professorenschaft aus den Diensten der Technischen Universität aus. Mit den neuen Professoren wollen wir an alte Traditionen der Universität, die sie vor 100 Jahren wahrgenommen hat, anknüpfen, nämlich Politik, Regierung und Wirtschaft hier kompetent in der Region, im Land, global zu beraten. Wir werden uns darüber hinaus auch natürlich mit unserer Fachkompetenz in öffentliche Diskussionen, in denen wir einen entscheidenden sachlichen Beitrag leisten können, einmischen, damit Region und Land mit uns zusammen erfolgreich in eine gute Zukunft blicken können.